Willkommen zur nächsten Folge von Raft. Wer ist auch der Meinung, dass das da aussieht, als hätte er da einen Schwanz hängen? Bleib mal stehen. Hallo, da ist die Statierung auf dem Glas. Ist mal scheiße gemacht. So, guck mal hier, denke ich dir. Einen Schuh. Ui, einen Schuh. Da kannst du eine Kartoffel antun. Die braucht frisches Wasser. Los, meine Schuhkartoffel braucht frisches Wasser. Habe ich schon. Vor allen Dingen eine Kartoffel braucht so viel Wasser wie eine Palme und drei Kartoffeln. Was macht mein Metall? Das hab ich. Wo ist mein Vater Barren? Den einen habe ich jetzt schon genommen, da. Deswegen nicht wundern. Wo? In der Kiste. Ja, der drin. Jetzt habe ich einen Metallsperr. Geil. Wir sollten auch so langsam mal weiterfahren. Ja, dann mach mal Anker hoch. Weißt du, jedem das, was er am besten kann. Mir das Segel, dir den Anker. Ich bin oben, du bist unten. Merk dir deine Position in dem Ranking. Oder dann glaubt ihr das nicht. Warum soll ich das erzählen? Ja, bei uns ist es eigentlich meistens anders. Nur weil ich im Keller wohne. Da hinten ist ein Floß, ne? Okay. Ach, hab ich schon gesagt, ne? Letztes Mal. Wo war das denn? Links. Steuerbackboard. Guck mal die Fässer rein. Mach ich gerade. So, Kurs geändert. Radikal geändert, natürlich, ne? Jetzt bleiben wir stehen. Ja. Wow. Das finde ich auch gerade ganz spannend, dass wir stehen bleiben. Motor, hallo. Ich rückwärts fahren. Alter, die Palmen, die gehen richtig ab hier, ne? Wir bewegen uns. Hast du vielleicht den Anker angemacht? Nein, so, das hast oben. Du vielleicht den Anker angemacht? Hallo Anker, hast du Zeit? Oh Gott, der war jetzt richtig gut, Alter. Oh, hi. Metallspeer hier, friss ihn. Ha, da hält er nur mal zwei Stück. Da hat er geguckt hier, ne? Ja, es ist... Hat er nicht gedacht. Nee, es ist... Ich hab einen Bogen. Willst du mal? Oh, guck mal. Was der Witz ist, vorwärts fahren können wir, aber nicht seitwärts. Ich hab einen Bogen. Oh. Haben wir zufällig Steine? Ach, Hauptsache, Steine? Weißt du, fahr einfach geradeaus weiter. Ja, geht ja. Stein ist, glaube ich, hinten irgendwo drin, oder? Bei mir. Nein, ich hab keinen Stein. Ich hab schon. Jetzt brauche ich eher Planken. Ich hab sie gerade in den Grill geschmissen. Wo? In den Grill. Hier, warte, hier. Da hast du eine Planke. Oder fünf. Oder mehrere. Okay. Zwei Kunststoff, die angel ich mir jetzt noch. Komm, Schiffchen, ändere den Kurs. Oder braucht man mehrere Segel, um auf einer bestimmten Breite zu fahren? Ich meine, können wir mal machen. Ne? Wenn wir vorwärts fahren, ist das Schiff ja schmaler, als wenn wir seitwärts fahren. Vielleicht kann das einfach ein Segel nicht mehr stemmen. Müssten wir mal ausprobieren. Ich meine, ist ja nicht so schwer, ne? Ja, erstmal müssen wir das Schiff vorne ein bisschen ausbauen. Und ich muss schon mal direkt für eine neue Axt sparen, weil die ist bald demnächst kaputt. Und ich habe Pfeile. Haben wir noch irgendwo einen Bolzen? Ich hatte letztens einen gesehen hier irgendwo. Hier ist vielleicht noch irgendwo ein Metall-Schrott-Ding. Und I need Wood. Hier 20 Holster. Ja, nice. Okay, I need Bolzen. Die Palme sollte, glaube ich, fertig sein. Sicher, schon wieder? Ne, die ist noch nicht fertig. Die ist nicht reif. Ne, die ist nicht reif. Ah, die ist nicht reif. Ey, vor uns spawnt wieder nichts. Was ist das für Scheiß? Wir hätten die Welt doch mal neu starten sollen. Ja, hätten wir mal. Na egal, lass weiterfahren, hopp. So. Haben wir einen Bolzen? Nein. Okay. I need a Bolzen. Bolzen. Kann man den Schrott nicht auch schmelzen? Nein. Warum eigentlich nicht? Das ist voll dämlich eigentlich. Ah, da haben wir jetzt einen Bolzen. Jetzt brauche ich nur noch zwei Planken. Ja, wieso hast du einen Bolzen? Ich brauche einen Bolzen. Ich habe mir gerade einen gemacht. Ja, gib mal her für die Axt, weil sonst habe ich keine Axt mehr. Dann können wir gleich mal Holz abbauen. Warte. Überzeugendes Argument. Ah, warte, ich habe sogar noch ein Metallerz da.
Dann kommt das da rein. Dann mache ich mir gleich selbst nochmal einen und dann. Soll ich schon mal eine neue Axt hier, dann kann man da noch weiter farmen. Weil die andere ist mir genau jetzt kaputt gegangen. Ah. Aber die hält lange, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, ich auch aus Stahl. Weil so lange jetzt auch wieder nicht, aber geht schon. Geht schon fit mit der. Die ist schon nicht schlecht. In echt würde sie länger halten. Nein, was? Willst du mir etwas sagen, dass eine Axt aus Metall mehrere Jahrzehnte alt werden kann? Ja. Das bei so ziemlich jeder Familie ist, die so ein Ding im Keller hat. Ja. Ja, die sind eh meistens vom Ur-Ur-Ur-Opa, weil der die irgendwo mal gratis bekommen hat. Na, irgendwo beim Lotto gewonnen, ne? Wie das halt so ist. Ne? Ja, kennt man, ne? Lol. Ist gerade gepiepst? Ja. Eine Möwe ist das. Mauve. Das ist die Tür hinten. Oder die. Das hab ich gerade gedacht, wir piepsen jetzt hier. Piepst da diese Kacktür, ey. Übrigens, falls eine Möwe ist, sag mir Bescheid, mich selbst verscheuchen, weil ich kann sie versuchen, mit dem Bogen zu treffen. Und dann willst du sie töten? Und dann könnten wir wenigstens vielleicht mal eine Feder kriegen. Aha. Der will ja eine Möwe töten. Die arme Möwe. Ja. Wie war das? Mach die Möwe. Möwe. Mach die Möwe. Möwe. Ah, hier ist ich nass. Weiß, ah, ja, Alter, ich bin ins Wasser rein und dann sofort tot, Alter. Haifisch hier, ne? Jo. Mach den Haifisch. Haifisch. Mach den Haifisch. Haifisch. Dich esse ich nicht. Auf welcher Seite soll ich mal beim Schiff mal anbauen? Wieder eine Reihe. Vielleicht ein bisschen. Scheißegal. Ja, welche Seite ist denn etwas gebrechlicher? Ich mach das extra für das zweite Segel, wo man da mal gucken kann. Mach einfach irgendwie. Chang, 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 chang. Tschu, da hab ich wieder so ein Ding hier. Geil. Wir haben soeben eine neue Seitenplanke bekommen. Suppi. So, ich guck mal nach dem Segel, was das kostet. Haifisch, Haifisch, Haifisch. Ins Auge. Ins Auge. Ah, richtig ins Auge bekommen gerade. Ah. Hui. Hast du mir repariert hier vorne? Nee. Noch nicht? Nee. Bruder, was läuft bei dir? Lässt nach hier. Ah, oh, ist halt so. Ja, ich sehe schon. Dir ist das Schiff nicht wichtig, ne? Ah, warte. Möwe. Ja klar, jetzt fliegt die Möwe mit einem Pfeil Insel, im Kopf Insel. Davon. Was ist das für eine Scheiße? Warum sterben die Viecher nicht? Backbordinsel, 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 Backbordinsel. Und das Schiff lenkt echt nicht um. Ich glaube, wir brauchen echt ein zweites Segel, sonst klappt das hier nicht. Ich habe gerade 18 Palmenblätter. Wie viel braucht man? 7 brauche ich noch. Gib mal her. Okay, einmal. Da bist du. Da, hast du alle 18. Drop that shit. Don't stop me. Halt's Maul. Okay, ich habe das Gefühl, dass es wirklich etwas gebracht hat. Das ist nicht, aber egal. Aber wir haben ein zweites Segel. Doch, ich bin mir halt nicht sicher, ob das was bringt. Ich mach mir gleich mal ein Paddel und wenn das ist. Und wenn das was bringt. Was kann eigentlich der Wimpel? Wofür ist der Wimpel gut? Der zeigt dir an, in welche Richtung der Wind geht. Das nimmt auch auch noch das Spiel Anschlag. Dingens hier. Ja. Aha. Das wusste ich noch nicht, dass das auch irgendwie entscheidend ist, dass der Wind hier noch wimpelt. Wimpelt? Na, der wimpelt hier. Ach so. Ja, ich hatte das Gefühl, das Schiff steuert irgendwie gerade so in irgendeine Richtung, aber nicht in die Richtung, die es soll. Ja. Warte mal, ich mach mal einen Wimpel. Herstellen. Weil sobald du nämlich die Segel nach links drehst, dann bleibst du einfach stehen. Warte mal, wo stelle ich den hin? Ach komm, direkt neben die Winkelkatze. Ja, genau in die. Der Wind kommt genau aus der Richtung, in die wir fahren müssen. Also schlecht. Ja. So, wenn ich mir jetzt ein Paddel mache, ich wette, das hilft.
Weil das Witz ist aber, die Segel, die Dinger, egal wie ob ich die Segel drehe, die wählen in beide Richtungen gleich viel. Möwe. Ich hab die erstochen, Alter. Und ich hab's nur mit dem Pferd gleichzeitig getroffen. Ja, aber ich hab sie erstochen, Alter. Die kannst du aufheben. Mit E. Forschen. Jetzt haben wir alles im Spiel gelernt. Wir können alles im Spiel machen. Wow, hier liegt ein Pfeil von dir. Ja, kannst du aufheben, ne? Und wir haben jetzt zwei Hähnchenschenkel. Alter, kann er dieses Scheißschiff mal bitte wenden? Bitte wenden? Ja, aber guck mal, das schneidet überhaupt nicht rüber. Hast du zwei Palmblätter? Vielleicht. Nee, vier brauche ich. Ja, ist ja 11. Ich brauche Palmblätter. Kauf dir dafür einen Keks. Nee, ein Paddel. Ich wette, das hilft, ne? So, wenn ich jetzt anfange zu paddeln. Das hilft halt wirklich. Ist das traurig? Ich mach die Segel zu. Ich glaube, dann geht's nicht mehr so schnell, oder? Also ich hatte jetzt mal ausrüstet, also die Segel sind jetzt auch wirklich auf Kurs, also die zeigen jetzt auf die Insel. Möwe, verbiss dich. Unsere Kartoffeln. Deine Schuhkartoffel ist übrigens fertig, ne? Ui. Sieht immer hübsch aus. Ja. Ich kann sie aber nicht ernten. Nicht? Aber ich darf eine leere Hand haben. Hm, ich hätte sie jetzt kein... Super. Jetzt kann ich die ganze Zeit hier stehen und paddeln. Stell dich nicht so an. Es ist fürs Gemeinschaftswohl hier. Aha. Das ist so eine hohe Insel. Das heißt, wir müssen einmal... Ist egal, was wir müssen. Wir fahren auf diese Insel jetzt drauf zu. Schubidubu. 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 Haben wir noch was zu essen? Ich schau mal langsam. Tonnenweise Kartoffeln. Suppe. Hier, warte, ich schmeiß dir welche runter. Mac Potato hier. Aber gebraten. Ne? Sicher, hier. Service, Service. Nur das Beste für mich. Danke. Los. Steuermann. Steuere er auf die Insel zu. Ja. Mach ich. Wer denn Haier? Lässt meine Gardinentür hier stehen, Alter. Piss dich. Echt, ey. Der wollte meine Gardinentür hier anknabbern, Digga. Ja, das ist echt unverschämt. Na, wann geht die Fackel wieder an? Ha? Ha? Sonnenuntergang ist gleich da. Fackel, wann gehst du an? Ja, ist doch ein Tages-Nacht-Sensor drin, ne? Also ja, ich warte jetzt, dass die Fackel angeht, weil sich anschaltet, weißt du? Guck mal, jetzt ist dunkel, ne? Jetzt ist dunkel und jetzt geht sie an. Ja. Ah, jetzt ist Licht hier. Ja, so schön. Muss ich mal ein bisschen umprogrammieren, ne? Ja, die, vor allem die Insel ist voll scheiße. Wir kommen überhaupt nirgendwo dran. Doch, ich muss einmal von hinten so ranfahren. Ja, fahren wir von hinten ran. Genau, einfach hinten ran. Haben wir Erfahrung. Ich geh jetzt einfach die oben Kommandos. Die Möwe hol ich mir jetzt, pass auf. Ah, fast. Fast. Kann es sein, dass man die Möwe nur mit einem Metallspieß stechen kann? Keine Ahnung. Weil man sonst nicht genug Schaden macht? Jetzt fahr jetzt rechts, jetzt rüber. Jetzt rüber. Mach dich auf Anker bereit. Ja. Ankern. Wir können jetzt so ein Dach dahin bauen, dann können wir da hoch. Warte, ich zeig's dir. Erstmal hinlegen und dann Folge beenden. Einverstanden? Ja. Oh, bist du süß. Na, siehst du mich gerade beim Schlafen? Ja, ich seh deinen Zopf. Ah, meine Zopf war schön, meine Zopf. Ah, Wasser. Schön aufstanden, zack, ins Wasser rein. So, jetzt habe ich meine Hähnchenschenkel. Ah, Wasser. Ah, wir sind ja auf dem Ozean, hier gibt's ja Wasser. Die Türen sind geil. Ich mag die. Ja, wie ich auch jetzt gesagt hatte, Folge ist ja auch zu Ende. Ich fäll jetzt gerade noch die Pflanze hier. Ja. Mach das. Die riesengroße Pflanze. Ich werde dich nicht davon abhalten. Ja, diese Pflanze nennt sich Palme. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Das ist eine krasse Pflanze. Ich habe voll viele Fische, fällt mir gerade auf.
Aber wir haben wieder, oder ich habe gerade kein Holz. Ich habe 8. Dann gib mal was, bitte. Nee, erstmal ist jetzt die Folge zu Ende. Deswegen, so, ja. Bis zur nächsten Folge. Oh. Hau rein. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Kartoffeln. Dann gute Kartoffel, auf Wiedersehen. Tschüss.